Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der Community-Karte in Supremacy 1914. Und wie es aussieht, wurden wir jetzt verraten von Arabien. Sie haben uns den Krieg erklärt mit der Begründung, dass wir sie ja nicht aufgenommen haben in die Koalition und dass wir mit Rumänien zusammenarbeiten und dass man zu viert keine Runde gewinnen kann. Das macht, finde ich, überhaupt keinen Sinn, denn es war klar, dass ich unter Druck war mit Südkanada und unter Druck war durch die südlichen USA. Ich konnte die jetzt nicht in meine Koalition aufnehmen. Ich merke auch gerade, der kann ja auch nochmal zurück. Ja, sie haben mich jetzt angegriffen, was natürlich sehr ärgerlich ist und ich kann da jetzt fast gar nichts gegen machen. Ich muss alle meine Produktionsstellen aufgeben. Es geht nicht anders, sie haben hier eine klare Truppenüberzahl. Ich werde hier jetzt ein Last Stand vorbereiten in, ich kann diese Provinz nicht aussprechen, auf jeden Fall geht hier alles hin. Auch alles, was hier oben im Krieg war. Ich bin sehr geschockt. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass sie mich jetzt verraten. Sie sagen außerdem, dass ich sie nicht genügend informiert habe, was sein könnte. Aber dadurch jetzt jemanden zu verraten und dann mit einem anderen die Runde versuchen zu gewinnen, weiß ich nicht ganz, ob es das dann wirklich ist. Aber gut, ich kann es jetzt nicht ganz ändern. Es ist leider so. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut. Und der Cut wird dann so lang dauern, wie dann auch die Nacht dauert, denn das ist jetzt wirklich sehr spät Abend. Und sie haben mich natürlich spät abends verraten, damit ich den Krieg nicht wirklich mitverfolgen kann. Was natürlich schlau ist, aber finde ich auch ziemlich hinterhältig. Aber gut, so ist halt verraten, das ist immer hinterhältig. Da kann man jetzt auch nicht wirklich was sagen. Das ist leider bei Verraten so die Sache, dass das hinterhältig ist. Deswegen, ja, ist blöd, kann ich jetzt nicht ändern. Ich versuche das Beste draus zu machen. Bereite hier mein Last Stand vor. Da wird dann wahrscheinlich meine Festung auf Level 2 sein. Und das alles werde ich aufgeben und dann vielleicht mit einer guten KD rauskommen. Ich werde auf gar keinen Fall den Krieg gewinnen können, denn Arabien ist einfach ja, ziemlich groß, sage ich mal. Ägypten ist viel größer als wir. Und dann noch Grönland dazu. Wir werden das auf gar keinen Fall schaffen. Wir werden es aber vielleicht mit einer guten KD abschließen können, wenn wir diesen Last Stand machen. Denn wir haben ja doch noch ziemlich viele Truppen. Wir haben ja echt viele Artis. Und mit diesen ganzen Truppen werden wir einen guten Last Stand machen können. Da bin ich ganz zuversichtlich. Aber wir werden auf gar keinen Fall mehr die Runde gewinnen. Das schließe ich jetzt mal pauschal aus. Und ich glaube, das ist jetzt nicht zu weit hergegriffen. Das werden wir einfach nicht mehr schaffen können. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich mache jetzt einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann ungefähr in, ja, ich würde sagen, ja, knapp 24 Stunden. Vielleicht ein bisschen weniger, 20 Stunden, 18 Stunden so ungefähr. Und dann müssten ja die Truppen alle hier schon ungefähr da sein. Und dann werde ich euch nochmal weiter erzählen, was so passiert ist und was so die weiteren Pläne sind. Ob man vielleicht mit ehemaligen Feinden doch noch zusammenarbeitet, was natürlich jetzt weit hergegriffen ist, aber vielleicht machen sie es ja doch, um vielleicht irgendwie zu gewinnen. Rumänien wird uns wahrscheinlich nicht verraten, die werden mit uns spielen. Ja, aber dann sind wir zu zweit und sie haben ja auch nicht so große Armeen, also wir werden es auf gar keinen Fall mehr schaffen auf den Rundensieg. Ich glaube, das ist jetzt einfach unrealistisch und wir müssen damit leben, aber das finde ich jetzt auch völlig okay. Natürlich, ich finde es jetzt krass, dass sie mich verraten haben. Aber gut, es ist eine Community-Karte, da ist es jetzt nicht verboten, irgendwie mich zu verraten, nur weil ich die Karte erstellt habe. Ist natürlich ziemlich krass, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich würde sagen, wir machen einen Cut und sehen uns dann später. So, wir haben Tag 27 immer noch und jetzt ist hier doch schon einiges passiert. Wir haben fast alles von unserem Startgebiet verloren, wir haben Griechenland verloren. Und alles Mögliche hier unten ist jetzt leider an Arabien gefallen. Wir haben uns überall zurückgezogen. Und außerdem haben wir die Front jetzt auch leider verloren in Schweden. Da rücken sie jetzt auch weiter vor. Und wir werden so von beiden Seiten sozusagen gesandwiched. Und das ist ziemlich suboptimal. Aber gut, wir können jetzt auch nicht wirklich viel machen. Es wird ein Last Stand geben. Und dieser Last Stand wird wahrscheinlich sehr schmerzhaft für alle, die mich angreifen. Denn wir haben ja doch schon echt viele Truppen plus auch Artis. Und wenn die dann auch moralisiert werden in der Hauptstadt, weil da werden ja auch Festungen gebaut, glaube ich, dass wir da sehr gut Schaden machen können. Und das halt dann so schwer wie möglich machen, wie es nur geht. Jetzt ist auch schon die erste Armee unten angekommen und konnte sich auch sammeln. Das ist ja schon eine beachtliche Anzahl an Truppen. Und die werden jetzt erstmal aufräumen und hier vielleicht mal ein paar Truppen töten. Denn es sieht auch wirklich so aus, als hätte Arabien Angst vor dieser Armee, was ich auch verstehen kann. Und sie ziehen sich jetzt hier tatsächlich zurück, was mir sehr viel Hoffnung macht, dass sie nicht mehr so viel in Reserve haben. Es könnte sein, dass sie über den Weg von Rumänien an meine Hauptstadt wollen, auch durch diese Provinz hier.
Das werde ich dann aber früh genug sehen und diese Armee wird dann auch sehr wahrscheinlich noch früh genug ankommen. Die ist ja schon in gerade mal 14 Stunden in der Hauptstadt und das wird auf jeden Fall früh genug sein. Und mit diesen ganzen Truppen, die werden wir dann vielleicht sogar vereinen, dann hier vereinzelt Schlachtschiffe angreifen oder halt diese ganzen schweren Panzer abfarmen. Auf jeden Fall wird es sehr schwer für sie, weil sie anscheinend nicht so wirklich viel produziert haben. Und ja gut, Sabotage können wir eh nicht machen. Wir haben aber genug Ressourcen, um jetzt unsere Bewohner, sage ich mal, erstmal ein bisschen zu versorgen. Vielleicht kann man das Fischminus ein bisschen kleiner machen. Machen wir das mal so. Und Stahlminus brauchen wir ja gar nicht. Wir können das eigentlich so machen. Gas, ja gut, das geht gar nicht anders. Öl ist auch kritisch und ja, es ist schon alles auf Kohle belastet. Das ist leider richtig so. Ja, was haben wir hier? Oh, hier ist ja auch noch ein größeres Deck mit Artis. Den könnte man ja auch angreifen, sehe ich. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Ich glaube, das machen wir. Wie viele Artis haben wir hier? Ja, die sind echt schlecht moralisiert, leider. Das könnte schmerzhaft werden, weil die wirklich sehr schlecht moralisiert sind. Und die sind echt gut moralisiert. Ich glaube, nee, das können wir nicht machen. Die müssen sich erstmal moralisieren, sonst funktioniert das auch nicht. Dann gehen die erstmal zur Hauptstadt, moralisieren sich da. Und dann kann man ja mit einer großen Armee einen großen Rückschlag machen und dann sozusagen den letzten Kampf haben und dann noch in Ehre untergehen. Und sonst, die Invasion von Ägypten läuft sehr gut. Sie konnten jetzt sehr schnell hier anlanden und sich auch ansiedeln, denn sie haben ja ziemlich viel schon moralisieren können. Ziemlich viel ist jetzt auch inaktiv geworden. Südkanada ist immer noch inaktiv. Und Grönland greift jetzt auch Südkanada an und hat ja auch schon teilweise was erobert. Und die arbeiten ja jetzt auch mit der Siegerkoalition zusammen. Und das heißt, dass sehr wahrscheinlich diese Koalition die Community-Runde gewinnen wird. Und ich werde jetzt noch nicht GG sagen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie gewinnen. Und es ist jetzt auch völlig okay, auch wenn die mich verraten haben. Sie sagen ja, dass das für sie kein Verraten war, weil ich ja nicht geantwortet habe auf ihre Nachrichten. Aber ich war halt unter Druck und ich konnte jetzt nicht, die nicht in die Koalition reinlassen, weil sonst hätte Amerika mich angegriffen. Da sie aber inaktiv wurden, kann ich schon verstehen, dass das komisch aussah von meiner Seite. Ich fasse am besten nochmal zusammen, was denn so passiert ist. Arabien und Ägypten wollten mit mir zusammen spielen, das war jetzt auch der Plan. Und dann haben sie auf einmal angefangen, Truppen zu sammeln. Dann habe ich gefragt, was soll das jetzt hier, was wird das? Und dann haben sie gesagt, dass ich sie ja verraten möchte und dass ich nicht mit ihnen die Runde spielen will. Ich möchte lieber mit Rumänien spielen. Das ist aber komplett falsch. Ich wollte schon immer mit denen spielen und Rumänien wollte sogar zweiter Platz werden, solo. Und das haben sie, glaube ich, nicht ganz gecheckt. Jetzt haben sie mich angegriffen mit der Begründung, dass ich ja nicht mit ihnen spielen wollte und ich sie nicht angenommen habe in der Koalition. Aber das lag daran, dass ich von Amerika extrem unter Druck stand, weil ja diese ganzen Nationen teilweise alliiert waren zusammen. Und dann konnte ich nicht einfach sagen, okay, jetzt mache ich mal eine Koalition auf. Das ging einfach nicht, weil ich hatte auch hier große Kämpfe gegen Skandinavien, habe ja hier den Großteil gemacht. Und dann noch gegen Amerika gleichzeitig Krieg zu führen, das hätte keinen Sinn gemacht. Deswegen habe ich das alles herausgezögert. Und jetzt dachten sie irgendwie, dass ich ja nicht mit ihnen spielen möchte. Wie gesagt, das war ein Missverständnis. Ich kann immer noch nicht ganz nachvollziehen, dass man das wirklich gedacht hat. Aber man kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ist jetzt so, sie werden die Runde trotzdem gewinnen. Also kann man nicht sagen, dass das schlecht gespielt war oder so. Ist wahrscheinlich gut gespielt. Aber ich hatte halt schon wirklich sehr viel mehr Armee, sehr viel mehr Siegpunkte als Grönland. Deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen, warum sie mich jetzt verraten. Aber gut, selbst wenn wir hier auf einer Community-Karte sind, ist Verraten nicht verboten. Ist natürlich ein bisschen komisch. Aber gut, das ist Supremacy 1914. Das habe ich ja auch in meinen anderen Videos gesagt, dass das... Ja, es gehört zum Spiel dazu, das muss ich akzeptieren. Da werde ich auch ganz normal aufnehmen, wenn ich schon besiegt wurde, dann frage ich halt nach geteilte Karte von allen Leuten und dann kann ich das ja noch zu Ende moderieren. Ich befürchte aber, dass das sehr, ja, unnötig ist, denn die Runde wird dann sehr schnell enden. Auch wenn sie hier wenig Siegpunkte haben, durch diese ganzen Gebiete, die moralisiert sind, auch vor allem durch meine Produktionsprovinzen. Sie haben ja jetzt leider 4 Fabriken auf Level 4 bekommen. Und das ist schon wirklich sehr schmerzhaft, wenn man das die ganze Runde aufbaut und es dann von einem auf den anderen Tag verschwindet. So ist leider Supremacy 1914 und das kann immer passieren, dass man verraten wird. Auch auf einer Community-Karte, hätte ich nicht gedacht, ist aber so passiert. Und das zeigt nochmal, dass man wirklich
Ja, vertraue niemanden eigentlich. Aber gut, ich möchte jetzt auch keinen irgendwie ins Negative darstellen. Sie haben ja die Runde gut gespielt. Und ich finde auch, dass es am Ende einigermaßen gerechtfertigt war. Ich kann am Ende des Tages verstehen, warum sie nervös waren. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, dass sie mich dann angreifen. Das ist dann schon komisch. Aber wie gesagt, ich bin hier kein Böse. Das kann man so durchaus spielen. Und in dem Sinne würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie der Krieg weiter verläuft, ob wir dann schon den Last Stand gemacht haben. Da würde ich aber sagen, die Fortsetzung gibt es dann in der nächsten Folge. Das heißt, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.